So, machen wir weiter und gehen durch diese Tür. Mal wieder. Siegel der Muscari. Wir hätten den Boss doch töten müssen. Hintere Zimmertür hat sich geöffnet. Ja, wieder so ein scheiß Zeitding. Da kommt das noch ein Köter. Aber den könnt ihr getrost kaputt machen, denn die Zeit wird angehalten, solange ihr angreift. Was überaus praktisch ist, weil es gibt mehrere Sachen auf Zeit. Nee. War da noch ein Hund? Nee, nee. War das die hintere? Ja. Durchgang geglückt. Oh Gott. Und auch noch so ein hässliches Teil. Ist gut, ich greife dich nicht am Kopf an. Schon gut, schon gut. Hier. Schlage ich dir eben den Arm ab. Verdammt. Genau, greif mich an. Dann mache ich auch mehr Schaden an dir. Haha. Solange es keine hässlichen Attacken waren wie, was weiß ich, Degeneration und sonstiger Scheißdreck. Yay. Ja, ich weiß. Deswegen mag ich die Bosse, die Gegner da auch nicht. Weil sie einfach total scheiße zum Töten sind. Und eigentlich ist das ziemlich unklug von mir, erst den Stärksten zu machen. Mein Risk geht in die Höhe und ich habe da noch andere Gegner. Und ich sollte vielleicht mal was anderes drauflegen. Außer Zauber zurückwerfen. Wobei, nein, der Boss, der jetzt kommt, das wäre äußerst unklug, das zu tun. Warum stirbst du nicht einfach? Ihr wollt gar nicht wissen, was für ein hässlicher Boss jetzt kommt. Mit dem hatte ich immer meine Differenz. Oh Mann! Verreck! Jetzt darf ich mir gleich eine Aloe-Knolle reinhauen. Nein. Der muss sterben. Wundert mich, dass die noch nicht verteidigen. Ich bin ziemlich hoch im Risk. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. So, damit wir nicht warten, dass das noch so irgendwie runterfällt, was auch ziemlich unklug wäre, nehme ich einfach was dagegen. Nein! Ups. Ja, das tat weh. Aber die Typen da sterben eh schnell. Im Gegensatz zu ihrem Chef-Boss-Typen. Der andere hat... Ups. Der andere hat eine Armbrust. Das wäre ziemlich dämlich, jetzt noch mit zu wenigen HP rumzulaufen. Allein, weil die immer abhauen. Das ist überaus dumm ist. Ha, ich hab deinen Kopf. Dein Kopf wird jetzt abfallen. Denn du hast... Angela Merkel im Baywatch-Bikini gesehen. Oh nein, vergiss das. Ich habe nichts gesagt. Ah. So. Wenigstens kann man sich momentan noch orientieren, wo man war, da die Karte noch nicht aufgedeckt wurde. Speichern wir einfach mal. Rechts war, glaube ich, der Boss. Geradeaus war er auf jeden Fall mal. Das weiß ich noch, weil ich bin immer rechts gegangen, weil rechts ist immer toll. Also ich meine, der Weg nach rechts, wie sich das jetzt anhört. Nein, ich bin kein Nazi. Vielen Dank. Aber der rechte Weg ist eben, ich glaube, von einem Boss besiedelt. Müssen wir schauen. Ich nix wissen, ja? Yeah. Geradeaus war, glaube ich, ein Zauber. Oh Gott, ey. Jetzt renne ich bestimmt voll in den Boss rein. Nein, es war doch eine Kiste. Und links konnten wir nicht her, weil wir dafür einen bestimmten Schlüssel brauchen. Wow. Ja, klar. Du lebst noch? Das ist schlecht. Links konnten wir nicht her. Wie gesagt, Schlüssel.
Und da ist schon wieder eine hässliche Goblin-Penis-Type. Der müsste aber schnell fallen. Einfach nur... Leck mich am Arsch, du Pimmel! Weil wir etwas angeschlagen sind und ich reiße meinen Satz immer total aus dem Thema und fange anderes an. Das ist irgendwie lustig. Haha. Flark. Es ist mir scheißegal, wie hoch mein Risk jetzt geht. Hauptsache, dieses hässliche Stück Dreck stirbt jetzt. Verdammt. Nein! Aber wie viel habe ich gerade geschafft? 18? 16? Ich bedanke mich für Ihre Freundlichkeit. Die ist bestimmt verschlossen. Natürlich. Zauber versiegelt. Was für ein Glück, dass wir entriegeln können. Und da steht auch schon das hässliche Ding. Haha! Mach die Tür auf. Die Tür. Ja, die Truhe. Oh, Salamanderring. Auch ein... Die sage noch so... Bla. Ja, den brauchen wir jetzt. Den ignoriere ich, weil die bringen nichts. Sind langsam und halten sehr viel aus. Ich muss aber meinen Risk abfallen lassen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen nervtötend. Ihr könnt auch halt eben Items verwenden, aber die könnt ihr auch noch gebrauchen. Das ist... Eigentlich benutze ich diese Items nur im Kampf, wenn das nötig ist. Ja, es beruhigt und es macht Spaß. Aber ich gehe trotzdem vorsichtshalber links. War das die offene Tür? Nee, die war auch verschlossen. Verdammt! Also es gibt nichts, das einen Boss ankündigt. Noch nicht. Gehen wir links. Was könnte ich machen? Ich muss mir mal überlegen, was ich machen könnte, wenn ich warte, dass das Risk abfällt. Naja, was ich reden könnte. Was ich machen könnte, hört sich irgendwie auch sehr strange an, aber vertiefen wir jetzt nicht weiter in dieses Thema. Das ist, glaube ich, gut so. Das ist ein Mimik. Ja, das ist ein Mimik. Dass ich nicht töten werde, weil es nervt. Ja, jetzt steht's. Verdammt. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen feige, was diese Tierchen angeht. Wie auch immer man sie nennen kann. Sie erinnern an irgendeine Krabbe, wenn man sie mal genauer betrachtet. Was ich nicht tun will. Schenkelschutz. Verdammt. Ja, jetzt fängt schon an mit dem... Oh, kein Platz mehr im Inventar. Super! Silbermanschette aus Bronze. Toll. Nein, ich will nichts kaufen. Ja, Silberschlüssel. Den Körper. Den braucht er nicht angreifen. Betäubungsstoß. Na, toll. Ja. Ach, das war die Scheiße. Nein. Was war denn? Betäubung. Gift war das? Lähmung? Träne der Ort? War das Betäubung? Da gibt's Betäubung und Lähmung. Nee. Antibetäubung. War das jetzt Lähmung? Ja, natürlich. Ich verwechsel die Scheiße immer. Nochmal. Irgendwie ist das überaus nervtötend, wenn da steht, es ist, es heißt Betäubungsgas oder Stoß. Und ich muss ein Item benutzen, das Lähmung aufhebt. Oder? Ja, natürlich. Verpiss dich, verpiss dich. Das ist das Einzige, was wir denen voraus haben, dass wir etwas schneller unterwegs sind. Ashley, genau, bück dich, Bückstück. Jetzt kommt ein Boss, den ich hasse, weil er so abgrundtief stinkt und hässlich ist.
Irgendwie hasse ich da jeden Boss, kann das sein? Heilknolle können wir benutzen, weil 34 Stück davon. Warum sollte man davon keinen Gebrauch machen? Dann können wir noch irgendwas mit Feuerschutz benutzen und ich rüste mich mal ganz schnell was anders aus. Wenn ist der Boss jetzt? Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Speichern. So. Nein, nicht Status. Exzellent, ja. Schön für ihn. Denn wir haben von Dwayne eine richtig schöne Rüstung bekommen. Magiermantel. Defense von Magie 25. Und ihr seht, hier gegen Feuer und Luft ist das schon ziemlich hoch. Denn jetzt kommt ein wunderschöner Boss, der... Ja. Komm jetzt her. Es kommt nämlich ein Elementar. Deswegen auch die ganze Feuerausrüstung. Der war nicht ohne. Und ich habe noch etwas, und zwar eine Grimoire, die meine Verteidigung gegen Feuer erhöht. Das ist ja gar keine schlechte Idee ist. Wo ist es denn? Feuerschutz steigert zeitweilig die Feuerattribute der Rüstung. Später kriegt ihr auch noch etwas, das die Attribute der Waffe stärkt. Ihr könnt aber niemals Feuer und also für Verteidigung an der Rüstung und an der, wie heißt es jetzt, und an der Waffe haben. Verdammt. Nein, nicht Kopf. Gott, ist das Ding hässlich. Naja, das da könnte es auch wieder ein längerer Kampf werden. Und ihr seht, wird ein Attribut erhöht, wird das andere verringert. Und mir ist das jetzt eigentlich scheißegal, wie hoch mein Risk ist, wie immer. Fast, verdammt. Flammentaufe. Na toll. Zu schnell. Ja, diese Angriffe sind ekelhaft, die alles angreifen. Das heißt, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt dort 5 Körperteile. Ja, es klingt pervers, ich weiß. Und irgendjemand macht so einen tollen Angriff, der alle angreift. Und jeder kriegt separat Schaden. Und es sind 50. Dann habt ihr Nachschub. Denn solche Gegner gibt es auch. Weil die HP zu erhöhen ist leider etwas abartig. Und das war's schon mit dem Boss. Ich hatte Glück, mal wieder. Die HP zu erhöhen ist ein langwieriger Prozess. Ja, gegen diesen Boss hatte ich auch schon meine Probleme. Oh, ich bin ein Gradiator, was auch immer das sein soll. Ja, Stärke plus 2. Da freue ich mich. Flammentaufe. Wundermittel. Bla, steigert Maximumwert der HP und ein Mana-Serum. MP-Holz. Bla. Ich hatte in diesem Spiel noch nie über 100%, über 100 MP-Punkte. Also. So, in der Zeit, wo dann den ganzen Kack da abfällt, kann ich in Ruhe was zu trinken holen. Also, wir sehen uns dann später wieder. Bis dann.